es gibt zwei Dinge, auf die du wirklich Einfluss hast. Also einiges ist nur eine Sache, aber wenn wir uns das dann auf der verkörperten Ebene anschauen, kann man nochmal zwei Sachen unterscheiden. Zum einen ist es so, dass man sagen kann, es geht darum, wo bist du mit deiner Energie? Ja? Das kann man unterteilen in, wo bist du mit deiner Aufmerksamkeit? Also schaust du zum Beispiel bei dieser Sache, die du gerade erlebt hast, auf die Dinge, die zum Beispiel sich gut anfühlen, sich schlecht anfühlen, die Dinge, die gut sind, die schlecht sind, die zu einem Outcome, zu einem Ergebnis führen, das du gerne hast, gerne siehst oder eben auch nicht. Das ist der eine Aspekt deiner Energie, der Aspekt der Aufmerksamkeit. Der andere Aspekt ist, wohin gehst du mit deinen körperlichen Ressourcen, mit deiner Kraft, ja, mit deiner Arbeit, könnte man sagen. Wo steckst du die jetzt rein, um bestimmte Dinge dann auch so zu verändern, dass du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass du die Dinge in die Richtung bewegst, in die du gerne hättest, dass sie sich bewegen. Ja? Diese zwei Dinge kannst du beeinflussen. Nicht, wie dich jemand vielleicht unterstützt, nicht, wie das Ergebnis ist und so weiter. Da kannst du immer nur am Rande sozusagen drauf einwirken. Das ist das, wo man sagen kann, okay, da hast du einen peripheren Einfluss drauf, ja. Aber was wirklich aus dir herauskommt, intrinsisch, ist das, was du mit deiner Energie machst, auf diesen beiden Ebenen, Aufmerksamkeit, wohin dein Fokus, und Arbeit, wo rein steckst du sie.